Heute beim elektrischen Reporter: ansteckende Ideen, schlechte Scherze und recherchierende Maschinen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Beherrschung des Feuers oder der Kochkunst, Sprache oder Religion, all das waren und sind ausgesprochen ansteckende Ideen. Die Geschichte der Meme oder englisch Memes, wie man diese sich selbst fortpflanzenden Gedankengebilde nennt, ist so alt wie die menschliche Kultur. Und auch die besteht genau genommen aus einer Ansammlung von Memen. Dieses Konzept hat mit dem Internet eine völlig neue Dynamik entwickelt, wie unser erster Beitrag zeigt. Pepe ist ein Internet-Meme. Ein für Außenstehende nur schwer zu verstehendes Netzphänomen. Erstmals taucht der Frosch vor über 10 Jahren im Comic Boys Club auf und landet Jahre später auf dem Imageboard 4chan. Hier übernehmen die User die Figur. Sie verändern das Aussehen von Pepe und legen ihm allerlei Sätze in den Mund. Und machen so aus der schwarz-weißen Comicfigur ein millionenfach geteiltes Meme, das in immer neuen Varianten auf Tumblr, Twitter und eben 4chan auftaucht. Für Georg Fischer von der Technischen Universität Berlin zeigen Meme wie Pepe der Frosch, wie sich im Netz die Kreativität der User Bahn brechen kann. An oft vollkommen unerwarteten Stellen, wie eben einem kaum beachteten Comicfrosch. Memes sind sicherlich ein Spiegel der Gesellschaft, weil immer mehr Leute Zugang zu Technologie haben, Bilder, Musik, Videos remixen können, auch gleich wieder hochladen können, also publizieren können. Also sie haben Zugang zu den Technologien und können sich dadurch ausdrücken. Der Begriff Meme geht auf den Biologen Richard Dawkins zurück. Sein Kunstwort soll eigentlich beschreiben, wie sich Ideen durch Kommunikation weiterverbreiten und verändern. Im Netzjargon aber hat der Begriff ein Eigenleben entwickelt und beschreibt den Hype um Figuren wie Pepe oder Internetwitze über Game of Thrones und Katzen. Und ohne solche Meme wäre es auf dem Blog von René Walter ein bisschen langweiliger. Er liebt den dadaistischen Humor hinter den Bildwitzen. Naja, ich meine, über was lacht die Masse denn normalerweise? Irgendwie Mario Barth oder keine Ahnung was. Und auf einmal hast du da völlig avantgardistischen Humor in fast schon Mainstream-Medien. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft. Auch Walter verbreitet auf seinem Blog Nerdcore Meme. Mit Und alle so yeah hat er 2009 sogar einen Hype in Deutschland losgetreten. Und der schaffte es aus dem Netz bis auf die Straße. Doch für ein echtes Meme bedeutet eine solche Popularität meistens das Ende. Denn spätestens, wenn einen Witz auch die Normies verstehen und er bei BuzzFeed und im Mainstream-Netz kursiert, dann ist er bei der Netzsubkultur unten durch. Das ist ja im Grunde eine Industrialisierung von Memetik, die dort stattfindet. Und das ist einfach das ganz klassische Wiederkäuen immer wieder von Katzenbildern und die besten Bilder der 80s und immer wieder dasselbe. Also BuzzFeed ist ein Endpunkt sozusagen für Memetik. Und von dort wiederum ist es nur ein kurzer Weg hin in die Welt von Wirtschaft und Politik. Denn längst wissen Kommunikationsprofis, ein gutes Meme ist das Werkzeug der Stunde für Wahlkampf oder Werbekampagne. Janina Licitano von der Humboldt-Universität Berlin sieht in Internet-Hypes sogar einen neuen Zugang für viele Menschen zur Welt der Politik. Und gleichzeitig können sich Meme im Umkehrschluss auch direkt auf die Politik auswirken. Um derartige Wechselwirkungen besser verstehen zu können, fordert Licitano eine eigenständige Meme-Forschung, weil hier gängige Bildanalysemethoden gar nicht mehr greifen. Also ein Kunsthistoriker hat sich ein Werk von einem Künstler, ein Original angesehen und hat das Bild analysiert. Aber im Fall von Memes sind es unzählige Bilder. Es sind so viele Bilder, es ist viel schwieriger, diese auszuwerten, zu begreifen.
Ob politische Bilder, witzige GIFs oder gehypte Musikclips. Aus Internet-Memen lassen sich allerhand soziologische und politische Entwicklungen ableiten. Sie verwandeln die Komplexität der Welt in etwas ganz Einfaches und reagieren mit viel schwarzem Humor auf die Absurdität und Zumutungen des Alltags. Und das Beste? Meme sind so simpel, dass man auch ohne solches Hintergrundwissen wunderbar über sie lachen kann. Wie über Pepe, den Frosch. Wir kommen von den Memes zu den Hoaxes. Damit sind eigentlich Falschinformationen oder Scherze gemeint. Um besonders bösartige Exemplare, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Caroline, ich bin auf Twitter unter anderem unter @hoaxmap zu finden und wohne und arbeite in Leipzig. Also auf der Hoaxmap sammeln wir im Prinzip die Gerüchte, vor allem über Geflüchtete, die in ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz kursieren. Wir verorten die regional auf einer Karte und man kann eben auf so Pins klicken und findet dann eben das Gerücht und gleichzeitig auch die Widerlegung und auch das Datum. Wir dementieren selbst nicht. Wir berufen uns auf Artikel vor allem aus den Lokalzeitungen, aber auch Pressemeldungen der Polizei oder öffentliche Einrichtungen. Wenn die Faktenlage generell relativ schwierig ist, lassen wir es im Zweifelsfall einfach weg, weil wir eben nicht noch Gerüchte weitertragen wollen. Das ist ja genau nicht der Zweck. Das ist ja genau nicht. Wir haben inzwischen 372 Gerüchte auf der Karte. Also meine Lieblingsgerüchte, wenn man das so sagen kann, sind die gegessenen Schwäne in Thüringen, dass Menschen sich tatsächlich erzählt haben, dass die Schwäne im Herbst vom See verschwunden sind und dass bestimmt Geflüchtete daran schuld sind, weil die gegessen wurden. Auswerten wollen wir das Ganze natürlich inhaltlich, als auch quantitativ letztendlich. Was für Gerüchte gibt es in welchen Gegenden? Also in Bayern zum Beispiel geht sehr viel um Geld und Sachleistungen. Das ist natürlich spannend zu schauen. Die Resonanz hat uns extrem überrascht. Also wir haben mit vielen europäischen Medien geredet. Es gab Berichte in den USA bis zur Washington Post. Also Gerüchte werden genutzt, um Stimmung zu machen. Wir sind hier in Sachsen und da spielt es natürlich auch eine Rolle. Wir haben die Bilder von Clausnitz und Heidenau im Kopf und natürlich wollen wir dem was entgegensetzen und hoffen, einen Beitrag dazu leisten zu können, weil eben das Klima sich enorm verschlechtert hat. Ich kann verstehen, wenn Menschen das nicht machen wollen und die entmutigt sind. Und ich glaube, man muss damit rechnen, wenn man im Netz Dinge macht, die nicht ganz unpolitisch sind, dass dann auch negative Reaktionen kommen. Und die gab es natürlich auch. Wir waren vorbereitet darauf. Letztendlich sind wir beide sehr viel im Internet unterwegs und haben aus verschiedenen Richtungen schon solche Dinge gesehen. Auf dem Höhepunkt der Watergate-Affäre wühlten sich die beiden Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein durch ganze Lagerhallen voller fotokopierter Dokumente. Die passen heute auf einen USB-Stick und auch beim Durchwühlen von Dokumentenbergen hilft die Digitaltechnik, wie unser nächster Beitrag zeigt. Schon seit 1997 digitalisiert die Bayerische Staatsbibliothek ihre Bestände. Mit der Hilfe von Scan-Robotern. Doch was als Projekt von Büchernerds, vor allem für Literaturwissenschaftler und andere Forscher begonnen hat, interessiert inzwischen auch ganz andere Berufsgruppen. Denn durch das Verfahren der sogenannten Optical Character Recognition werden Buchseiten für Computer nicht nur lesbar, sondern wie Word- oder PDF-Dokumente auch durchsuchbar. Ein Riesenvorteil bei der Recherche, ist Sebastian Mangold vom Digitalisierungszentrum in München überzeugt. Wir können nach einer Worthäufigkeit zum Beispiel auf einem riesigen Textkorpus suchen und letztlich jede Fragestellung an eben eine so große Textmenge richten, die sie nur lesend und auswertend, sage ich, nach herkömmlichen analogen Methoden letztlich auch in einem ganzen Forscherleben nicht schaffen würden. Plötzlich lassen sich also ganze Bibliotheksbestände beinahe genauso bequem durchsuchen wie das Internet mit einer Suchmaschine. Aber nicht nur Büchereien sitzen auf riesigen Papierbergen, die kein Mensch je komplett wird lesen können.
Auch Journalisten stoßen bei ihren Recherchen immer wieder auf Berge von Akten, handschriftlichen Notizen und Papierschnipseln. So wie Vanessa Wormer von der Süddeutschen Zeitung. Als Datenjournalistin hat sie auch die Panama Papers analysiert. Zwar hatte sie hier Glück, dass ihre Datensätze bereits in digitaler Form vorlagen, aber bei 11,5 Millionen Dokumenten muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man die wirklich brisanten Informationen herausfiltern möchte. Ja, bei 2,6 Terabyte Daten kann man sich, glaube ich, nie ganz sicher sein, dass man alles durchsucht hat. Und das sind wir auch nicht. Das heißt, wir haben zwar sehr strukturiert gearbeitet, wir haben mit Listen gearbeitet, wir haben vorher Suchlisten erstellt, zum Beispiel mit den 100 wichtigsten Politikern in Deutschland oder mit den 500 besten Fußballern der Welt. Aber selbst wenn sich die gesuchten Ballsportler oder Amtsträger in den Daten finden lassen, verrät einem eines der Computer nicht. Was genau diese Menschen mit der Briefkastenfirmenkanzlei zu tun haben. Die Arbeit der Journalisten fängt somit mit einem Treffer erst richtig an. Wenn ich einen Namen finde, muss ich viele Checks durchführen. Ich muss erstmal verstehen, was ist es für ein Dokument, wo der Name auftaucht, in welchem Zusammenhang taucht er auf. Kann ich aus den E-Mails, die da mit in diesen Ordnern liegen, irgendwelche Schlüsse ziehen? Warum hat dieser Mensch eine Briefkastenfirma gründen lassen? Hat er sie zu irgendwelchen illegalen Zwecken genutzt? Und Antworten auf genau solche Fragen bleiben die Enthüller der Panama Papers in vielen Fällen schuldig. Und so weiß die Öffentlichkeit bis heute nicht sicher, ob sich Prominente wie Lionel Messi oder David Cameron nun strafbar gemacht haben. Und das zeigt genau eines der Probleme der automatisierten Recherche. Große Datensätze garantieren keine großen Erkenntnisse. Schon gar nicht, wenn man nicht weiß, was man überhaupt finden möchte. Ein Problem auch für Steuerfahnder. Denn sie durchforsten auf der Suche nach Steuerhinterziehern immer größere Datenmengen. Der Computerforensiker Martin Herrmann unterstützt sie dabei mit Softwarelösungen. Aber er ist überzeugt, selbst die besten Algorithmen können Fachkenntnis nicht ersetzen. Nun ja, diese Tools sind toll und die können auch Riesendatenmengen sehr schön aufbearbeitet darstellen, aber irgendeiner muss sie lesen und verstehen. Und wenn der den Sachverstand nicht hat, wie ein Ermittler den hat und nicht weiß, was er sucht, dann nützt das schönste Tool nichts. Ja, die Intelligenz muss vor dem Bildschirm sitzen. Klar ist, in jedem hinreichend großen Datensatz sind immer Hinweise für kriminelle Aktivitäten zu finden. Genau deshalb jedoch gilt für Strafverfolgungsbehörden das Gebot, dass ein Anfangsverdacht Ermittlungen legitimieren muss. Mit der Verbreitung neuer automatisierter Recherchemethoden und immer größerer Datenleaks stellt sich damit auch für Journalisten heute eine neue ethische Frage. Nämlich, ab wann ist es eigentlich legitim, diese Recherchemaschinen anzuwerfen? Es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor den Maschinen zu retten. Das ist, sie zu benutzen. Karl Kraus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.